Musik über das Vergessen schreiben ist eigentlich eine schöne Herausforderung, weil Musik ist immer präsent. Es gibt am Anfang vielleicht eine kohärentere Textur, ist ein Fluss der Musik, wird immer poröser. Und was eine Vielschichtigkeit, viele Ebenen hat im Klang, wird ganz zum Schluss fast wie ein weißes Rauschen. Ich glaube, in meiner Musik in den letzten 10 Jahren rückt zunehmend generell der Versuch in den Vordergrund, eine Klangsprache für Affekte, für Gefühle zu finden, wie Irritation, Verlust von einer Heimat, von einer Verortung. Und ich denke, es ist interessant, es ist ein unglaublich emotionaler Vorgang. Nicht nur für die Menschen, die von Alzheimer direkt erfasst sind, sondern auch für die Familie, die Partner, das ganze Umfeld. Es ist eine unglaubliche Achterbahn der Gefühle. Und das hat mich schon interessiert, dafür einen Klang zu finden. Für mich ist es dieses Mal ein sehr persönliches Thema und Problem, weil ich erlebe das gerade alleine mit meiner Mutter. Why don't you listen? Tell me, why don't you listen? Was schwierig ist, ist natürlich zu sehen, auch die Ängste, die einen überwältigen, erstmal am Anfang von dieser Krankheit, weil man realisiert ja, dass man sich ein bisschen verabschiedet. Man realisiert, dass man sich an Sachen nicht erinnert und das macht der Person wahnsinnige Angst. Es ist schon unglaublich, wie die Realität einem auch in so einem Theaterstück einholen kann. Und ich finde das sehr mutig und wirklich auch toll von Hans Thomalla geschrieben, sich mit so einem Thema zu befassen als eine Oper. Und zwar in einer Form, die trotzdem sehr viel Platz für Humor lässt, Platz für Fantasie, für Surrealismus. When are we going home? Also wenn man etwas Positives sagen kann, was diese Krankheit betrifft, ist es vielleicht, dass man merkt, dass man wirklich will, auch Sachen jetzt zusammen nochmal leben und erleben und qualitative Momente zusammen zu haben. Was ich bei dieser Oper herausbringen wollte, was ich ehrlich gesagt auch selber erfahren habe, ist eine Neubestimmung von einer Gemeinschaft um die Person, die erkrankt. Dass sich die Menschen neu ordnen und vielleicht zu einer Gemeinschaft finden, die ohne das nicht möglich gewesen wäre.